Oh mein Gott, Leute. Glasbrücke mit Schubsen. Da muss ich rein. Impossible Glass Bridge Pushing. Alles klar, da mache ich mit. Warte, wie viel Spiele sind das gerade? 41 Leute. Spiel wurde neulich erst erstellt. Okay, jetzt wollte halt jemand auch so ein Squid Game Glasbrückenspiel machen. Mal gucken, wie es geworden ist. Glasbrücke von Mr. Beast Studios. Bestimmt keine Anspielung auf Mr. Beast. Jetzt mache ich hier erstmal die Musik aus. Okay, try pushing. Warte, not active. Push ist 5? Das heißt, pushen kostet einem Geld wahrscheinlich, oder? Oder kann man auch weitere Pushes freischalten, wenn man es rüber schafft? Was ist das hier eigentlich? Das ist wahrscheinlich ein Portal, mit dem man in ein anderes Spiel dann reinkommt. Hier gibt es einen Shop. Der kostet wahrscheinlich Robux, oder? Nee, 50.000 Geld. Ja, man kann Geld bekommen. Dann machen wir das jetzt. Hopp. Oh, hä? Wie viel Gravity habe ich denn? Beziehungsweise wie wenig Gravity habe ich denn? Und nicht... Oh, da hat sich jemand keine Mühe bei dem Spiel gegeben. Oh, das fühlt sich nicht so schön an. Lol. Hier durfte ich nicht rauf. Na gut, wir wissen ja jetzt. Links, ich meine rechts. Hä? Jetzt aber. Rechts, rechts, links, 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 rechts. Ah, da wollte ich gar nicht. Der hat mich rübergeschubst. Wir gehen jetzt einfach rüber. Ihr macht das. Leute, ihr müsst das machen. Go on, guys. Na los, traut euch. Ja, das wusste ich doch, das wusste ich. Ja, Mann. Nein. Oh, yeah. So, ich bin vorgesprungen. Jetzt müsst ihr. Was ist das hier für eine Beleuchtung? Go on. Na los, eilt euch. Genau, hier müsst ihr hin. Das sage ich doch. Ich bin schon wieder vorgesprungen. Ihr seid dran, Leute. Na los. Ich bin dran. Nein, doch nicht. Ja, nein. Oh Gott, ich bin runtergefallen. Nein. Oh nein, ich habe die Reihenfolge vergessen. Okay, okay. Rechts, rechts, links, 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 rechts, rechts. Ah, wie schaffe ich das hier immer runterzufallen? Ich verstehe es nicht. Jetzt aber noch einmal. Ich kann das auswendig. Rechts, rechts. Jetzt ganz viel links. Links, 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 links. Ah, jetzt muss ich rechts rüber. Ah, please. Danke. Okay, rechts, rechts. Links, links. Ah, hör auf mich zu schubsen. Links, links. Dann rechts, rechts. Links. Auch noch einmal rechts. Okay, dreimal rechts dann, merke ich mir. Links. Oh, ich habe verzählt. Gut, hier zweimal. Eins, zwei, dann drei. Eins, zwei, drei. Nein, vier. Und hier? Zwei. Doch, fünf? Hä, nee, das war falsch. Ich war doch drauf. Und noch einen. Ah, die sind auch aufgesprungen. Nochmal. Links, 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 rechts, rechts, rechts. Jetzt muss man rüber nach links. Dann muss man rüber nach rechts. Nein, doch nicht. Ich hatte es falsch. Oh Gott, wie soll ich mir das jemals merken? Okay, ganz viel links, links, links. Jetzt dreimal rechts, dann so und so. Oh Mist, viermal rechts. Hä? Ich kann einfach nicht zählen. Bin ich dumm? Ich glaube, ich bin einfach nur dumm. Oh Gott, ich bin gerade... Ja, manchmal mache ich diesen. Ich weiß auch nicht, warum. Gut, jetzt aber. Lass mich bitte ohne das... Ja, genau. Noch einmal oder nicht noch einmal? Okay, noch einmal, jetzt aber. Nein! Hä? Der hat mich rübergeschubst. Was sollte das? Okay, Leute, hier nochmal die Wiederholung. Ich springe schräg rüber, dann leckt er von der Seite rein und auf einmal lande ich auf der Plattform rechts. Ich hab das jetzt voll raus. Ah. Oh. Links, 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 rechts. Nein. Oh, vier. Ah. Ich will halt durchspeeden, damit ich wieder dorthin komme, wo ich vorher war. Aber die anderen Leute, die setzen mich so unter Druck. Lass mich. Nein. Ich wurde schon wieder runtergeschubst. Diese anderen Spieler. Also, die haben mich nicht geschubst, sondern alle Leute sind so rutschig hier. Was soll denn das? Dann schafft man es einmal so weit. Und wofür schafft man das so weit? Damit man runterfällt, nicht wahr? Weißt du was? Ich push sie jetzt. Wenn ich dich nach da vorne pushe. Ah, ich hab dich gepusht. Wusste ich doch. Haha. Ja, solange du mir den Weg zeigst, ist alles tamam. Haha, wir schaffen das. Wir schaffen sowas von rüber, Leute. Ich bin voll auf eurer Seite. Jetzt geht rüber oder ich pushe. Geh rüber oder ich push dich. Ich push dich jetzt. Das hast du davon. Ich habe mich auch gepusht. Aha, ich habe alle runtergeschubst. Okay, rechts. Ja, kann man das irgendwo ran erkennen? Irgendwo ran, please? Na gut. Nein! Oh, Mensch. Den Weg finde ich nie wieder. Es sei denn, ich folge dieser Person, die den Weg scheinbar auswendig kennt. Oh, Mist. Ich kenne ihn aber nicht mehr auswendig. Obwohl, ich habe noch einen Push. Augenblick. Ich will noch eine Person runterschubsen, die weit ist. Mist. Ich schaffe das echt nicht weiter. Hä, hey, warum ist sie auf mich raufgesprungen, obwohl ich schon tot war? Okay. Hä, hey, woher kennt der Typ den Weg so gut? Du bist so ein Boss. Warte, weißt du was? Jetzt, wo wir alle hier vorne sind, wo wir es so weit geschafft haben. Ich meine, guckt euch an, wie weit wir sind. Grand Prize, da hinten steht eine Sekunde. Ich glaube, das Spiel ist nie vorbei. Aber das ist auch egal, ich würde sagen. Push. Oh, er ist nicht mal gestorben. Jetzt habe ich keine Pushes mehr. Dann war's das. Okay, ich versuche jetzt einfach durchzurennen. Das wusste ich doch. Jetzt bist du dran. Ich bin zwei Sprünge vorgegangen. Der ist einfach runtergesprungen. Was? Als ob. Und der jetzt auch. Alles klar. Komm.
Push. Geh nach vorne. Zeig uns den Weg. Ach Mensch. Wir alle wissen doch, dass es hier lang geht. Jetzt kommt. Na los. Jetzt müsst ihr aber mal vor. Weicheier, Weicheier, Weicheier. Ich habe die letzten 3 Sprünge gemacht. Jetzt müsst ihr auch mal. Na los. Da hinten, die kommen gar nicht hinterher. Ich kann es nicht fassen. Ihr müsst jetzt mal springen. Wir haben nur noch eine Sekunde Zeit, Jungs. Eine Sekunde nur noch. Ach komm. Kommt jetzt. Na los. Ich habe jetzt schon 4 Sprünge gemacht. Ich will kein weiteres Risiko eingehen. Ich will zum Grand Prize schaffen. Na los. Ich schubse euch sonst runter. Auch wenn ich keine Pushes mehr habe. Dankeschön. Endlich mal jemand, der sich geopfert hat für mein Team. Nicht ohne mein Team. Wir sind hier jetzt nur noch zu 4, Jungs. Und keine Mädchen mehr, Jungs. Wir haben es so weit geschafft. Wir können an dieser Stelle nicht mehr aufgeben. Samir, du musst dich auch mal wieder für dein Team einsetzen. Wann hast du jemals etwas für dein Team gemacht, Samir? Sag es mir. Wo bist du hin? Er ist zurückgesprungen. Oh, da hinten kommt Verstärkung. Haben die alle ihre Pushes schon aufgebraucht? Okay, okay. Seid es hier. Jetzt kommt der auch noch hinterher. Jetzt aber. Oh, lol. Ist einfach runtergefallen. Komm schon, trau dich. Wir haben dir den Weg gezeigt. Jetzt musst du ein bisschen vorangehen, Homie. Ombre. Genau. So geht das. So setzt man sich fürs Team ein. Jetzt bist du dran. 3, 5. Ach, mir doch egal. Easy. So, jetzt aber. Jetzt kommt schon, Leute. Kommt schon. Wir müssen zusammenhalten. Ich hab mich so oft geopfert. Jetzt bist du dran. Okay, wie viel kostet mich ein Push? Ich push den Typen gleich runter. Ich will keine Trails oder Outfits. Ich will weitere Pushes haben. Hä? Ich wollte gerade sagen, jump or I'll push you. Okay, der Typ hatte Ehre. Das ist ehrenhaft. Die da hinten kommen irgendwie auch nicht hinterher. Okay, danke, Ehre. Jetzt musst du springen oder ich push dich. So, jump or I'll push you. Ich schubse euch runter, wenn ihr nicht springt. Ich habe jump geschrien. Jump or I'll push you. Jump, please, jump. Fällt doch gar nicht auf. Man spricht mal das P bei jump eigentlich mit? Okay. Braucht er jetzt so lange zum Antworten oder was? Kommt, Leute. Kommt, Leute. Ihr. Oh Gott. Oh Gott, ich habe den falschen Sprung gemacht. Ich bin wieder ganz hinten. Okay, das war's. Wir gehen hier wieder raus. Wusch. Aber eine Sache ist mir noch auf der Seite aufgefallen. Und zwar, before joining, sad noobs. After joining, reiche Roblox-Spieler. Oh mein Gott, ich muss unbedingt reich werden. Oh, das ist eine Gruppe. Work at Café, okay? Training Center. Das ist ein ganz normales Café oder was? Ah. Und das hat einen Spieler. Also die Werbung, die scheint echt funktioniert zu haben. Starblocks Café. Ich guck da mal rein. Ich wollte schon immer im Starblocks Café arbeiten. Oh, was ist das denn hier? Settings, please. Ich möchte keine Musik haben. Musik, nein. Ich will die Musik ausmachen und keine Musik auswählen. Hä? Settings, Musik. Okay, ich mute dann halt das ganze Spiel. Hier läuft einfach irgendwelche Hip-Hop-Musik. Und man kann die nicht muten. Ja, ist mir doch egal. Es gibt Tutorial. Was wollt ihr von mir? Was ist das denn hier, bitteschön? Ekelhaft. Dann ist hier dieses hässliche Leaderboard aus der Toolbox. Nehmt lieber mein Leaderboard, das ich zur Verfügung gestellt habe. Das ist viel besser als das hier. Quality, low quality natürlich. Hier ist dann nochmal das Leaderboard aus der Toolbox. Wow. Wenn man nie genug bekommen kann. Hä? Na gut, dann gehe ich hier mal wieder raus. Weil das einzige Café, das gut ist, ist natürlich das Dunkin' Queen Café. Wobei das Dunkin' Queen Café spielt auch niemand, aber das ist wenigstens ein bisschen hübscher umgesetzt. Hier funktioniert dann auch die Kamerafahrt ein bisschen smoother und so. Aber ich skip jetzt mal die Kamerafahrt, die wollen wir nicht. Und hier funktioniert auch, dass man die Musik ausschalten kann. Hier, gern Musik aus. So sollte ein schönes Café aussehen. Das ist doch mal eine hübsche Map. Und da habe ich gleich Bock auf Donuts. Und das ist auch ein hübsches Donation Board, das nicht dieses hässliche aus der Toolbox ist. Das Dunkin' Queen Café wurde übrigens von Crafter gemacht. Keine Ahnung. Mal gucken, was hier raus wird. Ich bin sowieso nicht so ein Fan von diesen Roleplay-Games, wo du dann einfach arbeitest. Aber, ja, keine Ahnung, wer Spaß dran hat, soll es machen, ne? Und da hinten ist sogar eine Person am Arbeiten. Schön. Aber ich würde sagen, wenn euch das Video hier gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal für mehr Videos. Bis dann und ciao!